Was geht? Wir verziehen heute unsere allerletzten VC und MT, um noch ein paar Gold-Karten zu bekommen. Wir haben in dem ersten Gold-Pack-Opening schon einiges gezogen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau dir das gerne an. Ansonsten gehen wir jetzt rein. Wir haben noch 1,4 Millionen MT und 60.000 VC. Damit kann man einiges machen. Wir starten tatsächlich rein mit den VC, weil dafür bekommen wir nur Single-Packs. Und zwar hier. 11.000 kostet 1. Das ist ganz schnell weg. Das erste Pack ist vom Gold-Status hoffentlich erfolgreich. Nein, es ist nicht erfolgreich. Das Goldene in der Mitte war der Schuhboost. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir haben noch 4 Packs, die wir ziehen können. Und dann wird noch ein bisschen Rest übrig bleiben, wenn ich noch ein bisschen spiele und noch weiter level. Ich habe ja den Season Pass für diese Season nochmal geholt. Wegen dem Gold KD. Dann kann ich eventuell nochmal ein Single Pack irgendwann öffnen. Aber das ist jetzt für dieses Video gar nicht so schlimm. Wir werden noch genug Packs öffnen. 3 haben wir noch für VC. Wir werden wieder enttäuscht. Rashawn Holmes. Wow, er hat seine Kette angelassen für das Foto. Das habe ich so auch noch nicht gesehen bei My Team Karten. Das ist Wahnsinn. Und das nächste Pack ist wieder eine Enttäuschung. Wir bekommen nur eine Smaragdkarte. Und das ist das, was wir für unsere VC bekommen. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr in 2K, also in 2 Wochen in 2K, nicht so schlimm sein wie in diesem Jahr. Die Pack-Odds, die waren dieses Jahr nochmal viel frecher als die letzten Jahre. Die waren eh schon immer frech. Und da ist der erste Shake und der ist einigermaßen langsam. Wir gucken mal, was es ist. Ich habe ihn hier auf meiner Seite. Oh, das ist eine Gold-Karte und das Mikrofon muss mitleiden. Ich gehe mal ganz kurz ins Sauerstoffzelt. Nein, Spaß beiseite. Wir drehen um und den bekommen wir. Wir haben schon einige. Center haben wir noch nicht. Oh, Shaquille O'Neal. Wow. Okay. Da bin ich mal auf den Wurf gespannt. Weil wenn der gut ist, dann ist das auf jeden Fall ein neuer Power Forward für mein Team. Lasst mir auf jeden Fall mal einen Kommentar und ein Like da, wenn ihr nochmal Unlimited Gameplay als Video sehen wollt. So als Abschluss vom NBA 2K-Jahr. Den nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Ich meine, Gold-Karten, normalen Shaq, Invincible Shaq würde ich niemals mitnehmen. Aber als letztes Pack hier, gar kein Problem. Wir gehen direkt rein in die nächste 200.000er Box. Wir haben davon die Möglichkeit, 7 zu öffnen. Allerdings bekommt man ja noch Quick Sell Material. Wir gucken mal, was wir kriegen können. Viertes Pack, wieder kein Glück. Wir bekommen Zach Collins. Der sieht aus, als ob er gerade aus der Grundschule kommt. Ey, dieses Goldene in den Boxen, das tut so weh, weil das ist so ziemlich das gleiche Gold wie bei den Gold-Karten. Das ist ein bisschen verwirrend. Wir bekommen eine Ruby-Karte hier. Die Aaron Fox, mal gespannt, wie der nächstes Jahr sein wird, wenn das Dribbling jetzt wirklich noch besser sein soll. Die Aaron Fox beim Dribbling so schon immer eine sehr nice Karte gewesen. Dann sehe ich da einige Probleme bei Gegnern. Wir bekommen eine Diamantkarte. Jason Tatum. Okay. Leider gibt es keinen Exchange mehr, sonst hätte man den noch irgendwie einsetzen können. Diese Box war nichts. Der Jason Tatum ist sogar doppelt. Den muss ich verkaufen, weil wir keinen Exchange haben. Wir öffnen die nächste Box. 200.000. Gar kein Thema. 6 Stück haben wir noch. Und das erste Pack ist direkt eine Enttäuschung. Luke Kornet. Auch bei dieser Box sind wir jetzt schon im 4. Pack drin und wir bekommen wieder nichts. Also bisher sind die Boxen wirklich lame. Ich hatte das Gefühl, dass wir bei dem anderen Pack-Opening ein bisschen mehr Glück hatten. Aber auch da haben wir ein bisschen Aufwärmzeit gebraucht. Da haben wir 3 Gold-Karten gezogen und ich glaube 3 oder 4 Boxen geöffnet. Von daher sind wir hier noch on pace. Wir haben ja schon eine Gold-Karte gezogen aus den Single-Packs. Von daher darf man sich nicht beschweren. Ich glaube, die Quote für die Gold-Karten liegen bei 12%, wenn ich mich nicht täusche. Aber da gucken wir auf jeden Fall gleich mal rein, weil das interessiert mich jetzt wirklich, was die Quoten sind für die Packs hier. Und das ist ein Shake und das ist wieder genau das, was ich im Video vorher gesagt habe. Complain and you gain. Wieder hier auf meiner rechten Seite und der Shake ist langsam. Das könnte natürlich auch ein Dark Matter sein, es könnte ein Invincible, es könnte ein 100 Overall sein, aber wir wollen die Gold-Karten und es ist eine Gold-Karte und mir fehlen nicht mehr viele. Mir fehlt LeBron James, mir fehlt, wen gibt es denn überhaupt noch? Yao Ming? Yao Ming. Auf geht's. Ich will einen Center sehen. Small Forward. Das ist Kevin Durant, den haben wir schon. Aber der wird das Geld für die Box reinholen. Von daher kann man da quasi... Ach, die sind unsellable. Oh, weia. Das ist natürlich ein L. Was macht man mit einem Gold? Wow. Für 3000? Wie sind denn die Odds? 12% 100 plus, 12% 99. Okay. Ich musste eine kleine Unterbrechung einlegen. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir stehen jetzt bei 1 Million MT.
Das heißt immer noch 5 10er Boxen, oh, 20er Boxen, das wäre so saftig, gehen noch rein. Und das ist das erste Pack. Wir gucken mal, was wir bekommen. Es ist mit dem Shaq bisher sehr gut gelaufen. Die Boxen danach, die waren so durchschnittlich. Das war eher enttäuschend für den Preis, den man bezahlt. Aber zu diesem Zeitpunkt im Jahr, ich habe es ja schon oft genug gesagt, es ist ziemlich egal. Wir werden noch ein, zwei Spiele damit machen. Ich werde vielleicht auf Stream, off Cam noch mal ein paar Unlimited Matches machen. Vielleicht mache ich das auch gleich direkt nach dieser Aufnahme. Aber es hat jetzt jeder so ein Team, zumindest die Leute, die noch Unlimited spielen. Das wird sich nicht viel nehmen. Es ist eher so, dass man diese Pack Openings jetzt am Ende eher machen sollte oder muss, damit man auch eben diese Spieler hat, wie der Rest der Community, der ja im späten August noch Unlimited zockt. Unlimited zocken ist aber ein gutes Stichwort, weil ich finde, man sollte, wenn man am Anfang von NBA 2K25 gut dabei sein möchte, auch schon reinschnuppern in Unlimited 2K24, weil man einfach sonst zu sehr einrostet. Ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich habe jetzt gut 2 Monate nicht mehr richtig gespielt. Richtig gespielt ist bei mir halt wirklich so 3 Stunden am Tag und dann auch Unlimited ballern. Aber da muss man jetzt erstmal wieder reinkommen. Jetzt ging auch die Arbeit wieder los bei mir. Das Schuljahr hat ja wieder begonnen. Wir machen die nächste Box auf. Wir haben noch 4 Boxen, die wir öffnen können. Wenn wir jetzt nichts Geiles zum Quicksell bekommen, ja, selbst die Gold-Karten sind dann ja nur 3000 Quicksell, wenn man sie doppelt hat. Ja, da müsst ihr einfach mal gucken. Ich habe trotzdem viel Clutch-Time gespielt, aber das ist ja nicht das gleiche wie Unlimited, weil in Clutch-Time erstmal das Matchmaking und zweitens die Gegner generell einfach viel schwächer sind. Und da ist die nächste Gold-Karte. Endlich haben wir wieder einen am Start. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Und jetzt öffnen wir das Ding direkt in der Mitte. Wir hatten gar keine Zeit zu überlegen, ob irgendwas drin ist. Ob es 100er Dark Matter, was auch immer ist. Und wir bekommen Larry Bird und den haben wir schon. Das ist bitter. Wie der KD, den wir doppelt bekommen haben. Ja, wir haben 3 Goats gezogen in diesem Video, aber 2 davon sind Quicksell. Das ist aber auch richtig dämlich, dass die hier Duplikate unsellable machen. Aber das ist generell eine Krankheit von My Team. Dieses Unsellable-Ding dieses Jahr, das ist einfach zu krass gewesen. Wen können wir jetzt überhaupt noch ziehen, dass wir uns nicht mehr aufregen? Wir brauchen irgendwie Yao Ming, wir brauchen LeBron James, Dirk Nowitzki, glaube ich. Und dann war es das auch irgendwie fast schon. Und da ist der nächste. Und es ist wieder eine Gold-Karte. Es ist die 4. Gold-Karte. Wir knacken den Rekord vom Video vorher. Allerdings haben wir auch mehr Boxen geöffnet. Wer ist es? Bitte kein Doppelter. Small Forward. Oh, das ist Julius Erving. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Mein Lieblings-Shooting Guard in diesem Jahr. Julius Erving. Und jetzt auch als Gold-Karte. Das kann nur gut sein. Komm zu mir, Bruder. Let's go. Das ist ein schöner Pull. Auf den freue ich mich sehr. Und wir machen immer noch weiter. Es waren zwei Gold-Karten in einer Box. Das hatten wir damals auch mit Luca und T-Mac, glaube ich. Oder Luca und Bird. Wenn ihr da nochmal nachgucken wollt, weil ihr das erste Pack-Opening verpasst habt, dann geht da auf jeden Fall rein. Das war auch ganz nett. Und jetzt müssen wir wieder einen Gold Larry Bird abstoßen. Das tut so weh. Das tut so weh. Aua. Oh, weia. Ah, die Box ist ziemlich trocken. Wemby hier noch im 4. Pack bekommen. Was mit Pack Nummer 5? Jetzt brauchen wir wieder Complain and You Gain. Vielleicht in Pack Nummer 6 eine Gold-Karte. Ich habe auch nichts anderes als Gold-Karten gepullt. Ne? Nicht mal 100 overall, nicht mal Dark Matter. Nur direkt die Golds. Das ist auch krass. Die schreiben dir überall 12% hin, aber im Endeffekt, das, was da steht und das ist, was dann am Ende wirklich ist, das sind irgendwie immer bei 2K 2 verschiedene Paar Schuhe. Und das finde ich immer so krass. Deswegen dieses unter 2% bei den Pack Odds, das war mit Sicherheit bei einigen Karten 0,005 oder sowas. Und im letzten Pack bekommen wir auch keine Gold-Karte. Damian Lillard. Versucht mal schnell hintereinander Damian Lillard zu sagen. Damian Lillard, Damian Lillard, Damian Lillard. Ey, ich finde, das ist so ein Zungenbrecher. Ich habe in jedem Video, was ich bisher gemacht habe, wo Damian Lillard drin vorkam, das Gefühl, ich habe den Namen nicht richtig ausgesprochen, wie so ein kleines Kind, ey. Nächste Box. Wieder trocken das Ding. 4 von 10 und wir haben nichts gezogen. Was ist hier los mit diesen Boxen? Also wenn man nicht ab und zu mal einen Go ziehen würde, dann wären das solche Trash-Dinger. Wir haben jetzt 2 Doppelte gezogen. Von den ganzen Goats, die wir hier hatten. Uff, das ist schon tough. Und da ist der nächste Shake. Man muss sich nur beschweren. Complain and you gain. Goat, wer ist es? Yao Ming wäre so nice. Wemby ist auch noch da, fällt mir gerade ein.
Wemby, Yao Ming, Center. Power Forward. Das ist schon wieder Larry Bird. Nein! Das dritte Mal Larry Bird. Er ist halt wirklich der Schwächste von allen, finde ich. Oh nein. Wir ziehen so viele Gold-Karten und Larry Bird ist einfach keiner, über den man sich freut. Karl Anthony Towns. Oh Mann. Neuntes Pack. Und was ist in der Nummer 10? Vielleicht noch eine Gold-Karte? Nein. Wow. Schon wieder Larry Bird. Oh, das ist so ein Pain. Letztes Pack und dann noch die Singles. Ah. Und das ist ein Shake, der ist aber schnell. Das ist ein Diamant. Das wird irgendein Series 1, Series 2 Player sein. Jimmy Butler von den Miami Heat. Der geht in die Sammlung. Im ersten Pack war das? Ja, Mann, das war das erste Pack. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für diese Box. Aber wir haben jetzt noch 8 Packs und ich bin mir nicht sicher. Das muss schon richtig gut laufen, dass wir hier jetzt noch einen Goat bekommen, der uns wirklich weiterhilft. Weil wir haben ja gesehen, wir haben jetzt mittlerweile schon einige. Die Chance, Doppelte zu ziehen, ist riesengroß. Und so gehen die MTs dann einfach weg. Das ist jetzt schon Pack 5 von 10, wieder ein Wemby. Und ja, in 5 Packs irgendwie... Okay. Das ist auf jeden Fall wieder was Langsames. Das ist schon wieder ein Gold. Gib mir Yao Ming Center. Und es ist Shaq. Wir haben Shaq schon. Nein. Wie viele Doppelte? Oh, das ist so schade, weil wir haben die Puls eigentlich. Nein. 7 von 10. Da wird jetzt nichts mehr kommen. Es sei denn, wir haben irgendwie nochmal richtig Luck. Es ist Luck. Was kriegen wir? Come on, small forward. LeBron. Nein, es ist wieder Dr. J. Das ist so bitter. So viele Doppelte. Wir haben so viele Goat-Karten gezogen. Schreibt in die Kommentare, wie viele Goat-Karten ich gezogen habe. 9. Pack. Jetzt kommt wirklich nichts mehr. Wenn jetzt im 10. noch was kommt, dann gibt es 10 Euro PSN-Guthaben. Okay. Das wird aber sowieso noch kommen. Ich werde unter den Leuten hier auf jeden Fall regelmäßig dabei sein, noch irgendwie ein Gewinnspiel organisieren für PSN-Guthaben oder so. Das sind dann im Endeffekt 8000 Abstoß. Wir können jetzt mit MTs noch Single-Packs ziehen. 3 Stück. Fürs 4. wird es leider nicht reichen. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas raus. Nee. Gut. Dann noch 3 Singles mit MT und beten. Und dann gucken wir uns das Team mal an, mit dem ich den Rest von NBA 2K24 spielen werde. Kein Goat. Das war Capella? Ne, Reggie Bullock. Die Haare hätte ich erkennen müssen. Come on, 2 Stück noch. Wir hatten unseren ersten Goat von diesem Pack-Opening mit Shaquille O'Neal auch in den Singles. Allerdings hatten wir die mit VC gezogen. Das ist Saphir, Darius Garland. Der geht weg. Und jetzt noch ein letztes. Oh, wir kriegen noch eins rein. Durch die Quick Sells. Geil. Und was ist es? Aha. Kate Cunningham. Das reicht mir nicht. Letztes Pack eventuell für ganz 2K24. Gib mir nochmal einen Banger. Come on. Und? Jo, das ist es gewesen, ey. Krass. Krasser Moment. Das war eventuell das letzte Pack in NBA 2K24. Wir gucken uns mal das Team an. Das ist wirklich stacked. Es ist stacked. Wir haben hier nochmal Dr. J dazu bekommen. Das Ding ist, dass ich will es gar nicht sagen, aber schau mal hier. Larry Bird, useless eigentlich. Das ist ein ziemlich kleines Lineup, aber wir haben Kareem auf Point Guard. Wir haben Glenn Rice, der einfach immer noch die beste Karte im Game ist, egal was die Goat-Karten hier machen. KD auf Small Forward, David Robinson 100 overall, Victor Wembanyama 100 overall. Wir haben Tracy McGrady, Luka Doncic, Julius Erving, Shaquille O'Neal, Yao Ming, Larry Bird, LeBron James, den ich noch verkaufen könnte, den Giannis könnte ich auch noch verkaufen. Und ich habe noch einen Manute Bol, den ich eigentlich auch nicht so feier. Wenn ihr wollt, quicksell ich dir und dann machen wir nochmal eine Box oder zwei. Lasst mich wissen.
Lasst mich wissen, wie ihr diese Pack-Openings feiert. Jetzt liegt's an euch. Wir sehen uns. Bye, bye.